Kontrolle. Einer von fünf. So, wo ist meine Rune? Hier. Stärkste Häuptling ganz Mordos? Ja, sicherlich nicht. Marvins Plan hat uns große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern benutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Korrekt. Nanu! Ich hab's irgendwie geahnt. Widersetze dich mir nicht, Celebrimbor. Zusammen können wir unbezwingbar sein. Das ist doch Saruman, ich bin doch nicht blöd. Der Herrscher Sauron ist noch schwach. Unsere Armee kann ihn vernichten. Die wirkt leicht besessen, die gute Königin Marvin. Gott sei Dank, beinahe hätten wir uns unseren Geist geklaut. Geht's dir gut? So ein bisschen wie bei Theo, dem von Rohan, ne? Jetzt, da ich dich endlich sehen kann. Oh, mein Kind. Deine Mutter befand sich in den Klauen eines sehr mächtigen Zauberers. Talion, es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand, sie bringen viel Leid. Und diese Videosequenzen grafisch extrem gut gemacht, muss man ja echt mal sagen. Sie sind jenseits des Nonen Meers. Ihre Armee. Wie stark? Zu stark. Stark genug, uns zu vernichten. Das war klar. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Sag ich doch. Die Krankheit zehrt noch an dir, hohe Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. So, fertig. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Genau, so, was haben wir zu tun? Wir haben drei Häuptlinge, die vier Häuptlinge, die beherrscht werden müssen. Und eine Sklavenmission. So, Moment, das machen wir nochmal taktisch klüger. So, Saurons Armee, wir hatten doch hier ihn hier, genau. Sogdusch der Furchtlose, ein Häuptling gehorcht uns schon. Und der andere. Den holen wir uns jetzt, dann hat der Häuptling nämlich zwei Leibwächter, die uns beide gehorchen. Ich finde, das ging voll nach dem Plan, weil dann müssen wir die noch umdienen und einer von den beiden wird schon der neue Häuptling. Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Mach ich ja schon. Mensch, hetz mich nicht, Talion. So, Brandmarke die fünf Häuptlinge. Ja, sicher doch. So. Ist das ein Witz? Und das soll eine Prüfung sein? Können wir eigentlich? Können wir. Mein Karagor. So. Du konntest dich mir nicht mal allein stellen. Dann müssen Sie mir keine Sorgen um den Karagor mehr machen. Wie ein wahrer Krieger kämpft. Ja, komm her.
Huch! Das hat wehgetan! Das hat wehgetan! Idiot! Das hat ganz schön wehgetan! Meine Güte! Nein, nicht den Häuptling angreifen, blöder Karagor! Ja, du andere Häuptling kannst du gleich verpissen, das ist super! Oder wir machen es anders. Wir schalten ihn einfach aus. Geht auch, finde ich. Könnt ihr. Okay, der ist entkommen. Das macht nichts. So, Moment. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Noch mehr? Nö, gut. Absteigen. So, dann holen wir uns mal kurz die Rune hier. So, und theoretisch sollte der Typ doch jetzt nur noch von einem bewacht werden und der gehört uns. So, Sogdusch ist unser neues Ziel. Wir können mich entweder die Häuptlinge direkt brandmarken oder einfach auch übernehmen. Also direkt brandmarken und übernehmen oder halt hier ein Häuptling einschleusen. Da wir jetzt schon den Diensten dieses Hauptmann, dieses Häuptlings so einen einzigen Hauptmann haben und der ist ja für 20 und gehorcht uns. Bin ich einfach mal dafür, wir nutzen hier die Gunst der Stunde und setzen uns einfach unseren Hauptmann ein. Weil so ein Häuptling zu greifen und zu beherrschen ist doch etwas nervig. Daher machen wir uns das hiermit wahrscheinlich auf diesem Wege wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Schlage als Schatten zu und der Häuptling wird kommen. Okay, das klingt nach einer starken Mission. Tötet die Unterstützer mit Schattenangriffen. Das heißt, wir dürfen Schattenangriffe, Schattenfernkampfangriffe machen. Tödlich einen Schattenangriff. Müssen wir, glaube ich, sogar. Nummer 1. Nein, hat er nicht. Knack Nummer 2. So, wo ist Nummer 3? Da unten. Knack 3. Geisterdämon! In Fleisch und Blut bist du ziemlich lächerlich. Faulendes, madiges Fleisch sozusagen. Ja, für dich habe ich jetzt eigentlich überhaupt keine Zeit, Kollege. Und dann ist noch ein Häuptling. Oh Mann! Was soll denn der Mist? Wir sind fast tot und gleich kommt der Häuptling, Mann. Ciao. Ist auch noch Alarm in der Festung. Okay, das fing super an und jetzt ist es gerade richtig wieder eskaliert. So, hier soll irgendwo ein Unterstützer sein. Ah, da. Okay, Moment. Haben wir. Okay, das war etwas sehr elegant. Und Nummer 5. So. Häuptling ist da. Hallo Sogdusch. Oh Gott, ist der gepanzert. Alter Schwede. Und wir aktivieren mal unseren Kumpel. Och Mann. So, hier. Verreckt doch. So, wir müssen jetzt nämlich einfach um unseren Amigo kümmern, weil der wird gerade vom Häuptling malträtiert. Ja, toll, immun gegen Fernkampf. Oh Mann, das wird lustig. Das wird richtig lustig. Ich werde dich nicht vor meiner Klinge schützen. Stell dich und kämpf. Ja, würde ich ja gerne. Ich würde unser People hier muss überleben, ganz dringend. Sieht aber nicht gut aus. Ah, unser Typ überlebt nicht. Mist.
Oh Mann, sind das viele. Oh Mann, nicht gut, nicht gut, nicht gut alles hier. Das läuft gar nicht gut. Oh, Moment, was? Wieso ist er auf einmal tot? Was? Wieso ist er plötzlich tot? Ah gut, ich beschwere mich nicht, aber schon irgendwie lustig. Okay, interessant. Plötzlich verstorben, der gute Mann. Der hat doch eben noch volles Seif. Was hat denn den getötet? Ja, aber erst mal will ich den Häuptling erwischen, der da wegrennt. Hauptmann, nicht Häuptling. Da ist er. Ich hab nicht mal Elben geschossen, wir sind hier auf einmal leer. Warte, ich rieche etwas. Komm her, Freundchen. Kuckuck. Das wird nichts. Und ob das was wird? Das wird aber sowas von was, mein Freund. Noch einer? Okay, vielleicht noch nicht. Angst in dir. Ich kann mal ein paar Elbengeschosse gebrauchen, fällt mir gerade auf. Und der Typ haut immer noch ab. Glaube ich auch. Hier irgendwo fehlt Elbengeschosse, weil da waren Feuerfässer. Die würde ich ganz gerne ausnutzen. So, irgendwo hier sind Elbengeschosse. So. So, wir haben die Elbengeschosse, jetzt brauchen wir Feuer. Nee, nicht ganz, tatsächlich. Aber war hier nicht irgendwo? Hast du das gesehen? Hier war doch irgendwo ein Feuerfässchen. Ach ja, hier. Kuckuck. So, also den Schildträger ausschalten, dass der uns gleich nicht nervt. Ja, ist ja gut. Müssen jetzt ein bisschen aufpassen, aber... Du kannst mich nicht verletzen. Ja, komm her, das wollen wir nochmal gucken. Lass dich darauf ankommen, dass ich dich nicht verletzen kann. So. Ey! Du bist bereits halb tot! Dein Wo kommt Tod er noch einmal her? Akt der Gnade! Und ich denke, versuchst du es doch tatsächlich noch einmal? Ja, versuche ich. Gut, ich wollte ihn eigentlich beherrschen, aber. Gut, dann hat er. Mir doch egal, wen ich hier übernehme. So, der ist grün, komm her. Ich bin zu klug für dich. So, haben wir hier irgendwie einen Häuptling, der vielleicht nur einen einzigen Leibwächter hat? Sehen wir das hier überhaupt? Ne, dann initiier doch mal gegen den Knecht da. So. Pushkrimp der Recke gehört uns. So, Selrens Armee. So, besagt. Hier haben wir einen Häuptling, der hat als Leibwächter Block und Duzka. Wen haben wir hier? Okay, der Kollege hat nur einen Leibwächter. Und zwar den guten Mann hier. Der ist sogar bei uns in der Nähe. Das geht doch mal gut. Wollt sich nur trauen, auf mich heranzuspringen. Ich bin bereit. Da ist er. Na, ist das denn? Ja, der Tag, das bin ich.
Kuckuck. Servus. Wenn wir den jetzt beherrschen, dann wäre es super, weil dann können wir seinen Häuptling angreifen. Finde raus, ob noch irgendetwas von dir den Zerstörer übersteht. Das bist dann wohl du, der Zerstörer. Ich habe tatsächlich vor, dich zu überstehen, mein Guter. So, jetzt können wir theoretisch beherrschen. Oh, come on. Das wäre zu schön gewesen. Oh Mann, sind das viele. Das schaffen wir niemals. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich den Häuptling hinten richte. Knack! Genau, umstellt mich. Besser nicht. Ups. Naja. Gut, dann müssen wir den Häuptling halt direkt beherrschen. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Das wäre dann nämlich er hier. Wissen wir irgendwas über ihn? Immun gegen Schleichen, immun gegen Fernkampf. Ja, super Sache das. Das macht's doch schön einfach. Okay. Da hinten. Wir sind jetzt hier und wir müssen da hin. Okay. Ich muss mich auch kurz auf der Karte orientieren. Jetzt müssen wir nur aufpassen. Jetzt dürfen wir den Häuptling nicht töten. Jetzt müssen wir ihn tatsächlich beherrschen. Weil wir jetzt hier keinen Häuptling haben, den wir einschleusen können. Hatte ich ja eben versucht, aber der Häuptling ist ja blöderweise spontan verstorben. Plötzlicher Anflug von Tod. Ich mag es, wie ich mit einem Dreh meines Schwertes Menschen so laut schreien lassen kann, wie eierlegende Krähbein. Ah, okay, da sehen wir die Markierung, da müssen wir hin. Hey, bis jetzt zwei Folgen, zwei Häuptlinge, finde ich gut, wenn wir die Quote beibehalten können. Ich hab den dreckigen Tag gesehen. Na, ist das denn die Möglichkeit? I? Von hinten, kleiner Narritter. Okay, da oben müssen wir hin, alles klar. Der Häuptling wird sich an den Legenden deines Schwertes beweisen wollen. Töte 5 Unterstützer durch Boden- oder Nahkampfhinrichtung. Ja, das kriegen wir noch hin. Hinrichtung kriegen wir doch hin. Da war doch ein Geräusch. Hallo. So, Nummer 1. So nicht, Freundchen. So, 2. Sicherlich nicht, Kollege. Aua! Drei. So, wo sind die nächsten? So, wo ist der nächste Unterstützer? Da ist er. So, können wir mal schön die Trefferserie auf, dann nehmen wir einfach einen reindrücken, dann ist er weg. Machen wir hier nochmal. Und Nummer 5.
Und da ist Mugluk. Wo ist denn Mugluk? Da ist Mugluk. Gott, sieht der scheiße aus. Ein bisschen wie Redback. So, wo ist jetzt unser Mugluk? Oh, warum ist denn der ganz da hinten? Entschuldigung, Entschuldigung. Ah, hi! Solch Blutdurst! Wie wird dir wohl der Anblick deines eigenen Blutes gefallen? Das sieht irgendwie ein bisschen häuptling unwürdig aus. Na, komm her! Nein, nein, nicht! Dann halt so. Mach ein kleines Massaker draus. Aua! Was? Was ist denn hier los? Oh Mann, das wird nicht gut. Das geht nicht gut aus hier. Das geht nicht gut aus. So viel weniger Hoffnung und so viel mehr Verzweiflung. Gehen wir mal ein bisschen auf den Häuptling los, würde ich sagen. Der hält nicht viel aus, auf jeden Fall. So, Doppelkonter.